das gibt's doch wirklich nicht. Jetzt ist mir schon wieder eine Mitarbeiterin für das Café abgesprungen. Da muss ich wohl hin. Also mittlerweile wächst mir die Arbeit wirklich über den Kopf. Es ist so viel zu tun und ich habe immer noch keine verlässliche Aushilfe gefunden. Ach, Schatzi Mausi, das schaffst du schon. Ich drück dir die Daumen. Toi, toi, toi. Das wird schon. Ja, ist gut, Martin. Er hat wirklich gut reden, aber ich weiß echt nicht, wo mir der Kopf steht. Hey, Mama, also ich könnte dir gerne helfen. Ich meine, ich habe schon Erfahrung als Türsteher und ich meine, sonst kann ich im Café bestimmt auch arbeiten, oder? Julian, das kommt überhaupt nicht in Frage. Du wirst mir nur meine Kundschaft vergraulen, so wie letztes Mal. Jetzt wirklich, aber es wird Zeit für ein neues Geldmord und ihr wollt mir ja keins kaufen, also wollte ich arbeiten und mich anstrengen, aber gut, dann halt eben nicht. Dann gucke ich halt Fernsehen mit Papa, macht mir sowieso viel mehr Spaß. Papa, krieg ich dafür halt nicht Geld? Kommt gar nicht in Frage, Julian. Ich dachte eigentlich, ich hätte Freizeit, aber den Nachmittag habe ich mir wirklich anders vorgestellt. Jetzt muss ich los. Ab ins Café. Mama, willst du mit mir spielen? Du kannst mit mir mit meinem Prinzessin-Schloss spielen. Ach Emma, das tut mir wirklich total leid. Ich würde liebend gern, aber leider muss ich ins Café. Die Arbeit ruft. Oh, Mama, Café, warum denn? Da bist du ja ständig. Kann ich vielleicht mitkommen? Ach Emma, das geht leider nicht. Ich bin wirklich viel beschäftigt und ich muss mir dringend auch eine Aushilfe suchen. So geht das nicht weiter. Tschüss dann. Ich komme später wieder. Oh Mann, der neue Tanz, den ich mir ausgedacht habe, ist super. Und 1, 2, 3. Anna, ich habe was ganz, ganz Wichtiges mit dir zu bequatschen. Was denn, Emma? Mama sucht eine Aushilfe für ihr Café und ich glaube, ich bin genau die Richtige dafür. Emma, du möchtest als Kellnerin arbeiten? Meinst du, das schaffst du mit deinen kurzen Beinen? Was soll das denn heißen? Ich bin flink wie eine Gazelle. Ich schaff das. Los, Hanna, komm, wir müssen sofort zum Café. Ich muss doch wissen, wo ich mich da genau bewerben soll. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Naja, das ist ja mal wieder eine typische Emma-Idee. Arbeiten im Café. Aber naja, ich komm mit. Ich hab eh nichts anderes zu tun. Ach je, wie viele Leute stehen denn bitte jetzt hier vor dem Laden? Ist das die Schlange? Moment mal gerade, Sie sind doch hier die Inhaberin, oder? Wir ganz warten genau. Schon seit 25 Minuten auf unseren Café. Ach je, das tut mir wirklich ganz doll leid, aber ich bin hier, um zu schauen, wie die Lage ist. Also, wir haben auch nicht den ganzen Tag Zeit. Tut mir wirklich leid. Also, wenn das hier so weitergeht, dann müssen wir uns ein anderes neues Stammlokal suchen. Oh Mann, die Lage ist wirklich ernst. Die Leute wollen schon zu einem anderen Café abwandern, aber ich habe doch gerade erst aufgemacht. Hallo, ich bin jetzt auch da. Mann, ist es hier voll. Jeder Platz ist belegt. Wo brennt's denn? Ach, Claudia, da bist du ja endlich. Ich habe schon seit einer Viertelstunde eigentlich Feierabend. Wann kommt denn endlich die Ablöse? Ach, tut mir leid, die hat leider abgesagt. Ich werde das dann übernehmen. Ich muss mich aber eben noch umziehen. Alles klar, kann losgehen. Aber die beiden Kaffees, die bringe ich noch eben schnell raus. Da sind zwei ganz schön verärgert, deswegen. So, da bin ich wieder. Hier kommen ihre Kaffees. Endlich. Die gehen natürlich aufs Haus. Oh, ja, super, danke schön. Entschuldigung nochmal. Oh, wenn dieser Kaffee hier nicht so unglaublich lecker wäre, würde ich mir ja ein anderes Kaffee suchen. Aber ach, das ist schon echt toll hier. So, jetzt hänge ich hier noch dieses Schild auf und ich hoffe, da meldet sich jemand drauf, sodass ich bald nicht mehr so viel arbeiten muss hier. Anna, die Luft ist rein, okay. Komm! Ja, ich komme. Guck mal, Emma, da hängt doch schon ein Zettel. Was steht Aushilfe da? Aushilfe gesucht. Ich reiß mal so eine Telefonnummer unten ab. Und jetzt sollten wir uns lieber verstecken, nicht, dass Mama uns noch sieht. So, bitteschön, hier ist das Handy und ich habe die Telefonnummer schon eingegeben. Du rufst jetzt da an und sagst, dass du für okay, sie arbeiten möchtest. Ich versuch. So, dann hier noch den letzten Kaffee. Die Schlange ist jetzt wirklich kleiner geworden. Ich habe den meisten Kram abarbeiten können. Oh, da habe ich jetzt aber auch echt lange drauf gewartet auf diesen Kaffee. Dankeschön dann. Auf Wiedersehen und kommen Sie gerne bald wieder. Puh, jetzt erstmal eine kleine Pause. Ich habe so viel geschwitzt. Das ist doch nicht mehr normal. Und jetzt klingelt das Telefon. Ob das wohl was Gutes ist oder was Schlechtes? Also noch mehr schlechte Neuigkeiten kann ich nicht gebrauchen heute. Guten Tag, das Café Fun hier, Claudia Vogel am Apparat. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo. Hallo, ich bin Emily Fox. Ach super, Sie wollen sich bei uns hier bewerben? Das finde ich richtig klasse. Ja, ganz genau. Ich habe schon in der Burgerbude gearbeitet. Also bei dieser Emily Fuchs habe ich ein ganz gutes Gefühl eigentlich. Sie kommt morgen zum Probearbeiten hier. Ich bin gespannt. So Mama, ich gehe los zur Schule und ich nehme Emma mit. Ich bringe sie gerade bei der Kita vorbei. Da musst du sie nicht extra bringen. Ach Hanna, das ist wirklich total nett von dir, dass du das übernimmst. Ich muss nämlich auch gleich schon wieder ins Café. Viel Spaß euch beiden. Ja. Ja, danke Mama. Bis später dann, Mama. Dann. So Emma, da wären wir bei Mamas Café. Also du wartest jetzt einfach hier noch ein bisschen, bis Mama da ist. Ich bin aufgeregt. Und dann gehst du rein und stellst dich vor. Und was muss ich denn da machen? Ich weiß es doch nicht. Emma, du bist lustig. Das weiß ich auch nicht. Du wolltest doch den Job unbedingt haben. Ich muss jetzt zur Schule. Bis später. Viel Erfolg. Guten Morgen. Kann ich Ihnen schon was bringen? Also der Tag ist auf jeden Fall gut gestartet. Ich habe noch nicht so viel zu tun. Heute kommt die neue Aushilfe. Besser kann es nicht laufen. Also Hannah hat gesagt, ich soll noch ein bisschen warten. Aber ich glaube, ich gehe einfach mal rein. Ich bin sowas von aufgeregt. So, dann einmal hier der Cupcake. Wenn es doch noch irgendwie was sein sollte, gerne melden. Guten Appetit. Hallo, guten Tag. Ich komme wegen dem Job. Emma, was machst du denn hier? Du solltest doch eigentlich in der Kita sein. Bist du abgehauen? Ich bin nicht Emma. Ich bin Emily Fuchs. Ich bin hier wegen dem Bewerbungsgespräch. Emma.
Dietmar, du kannst doch nicht hier als Kellnerin arbeiten. Du gehörst in die Kita, du bist ein Kita-Kind. Und du bist Emily Fuchs? Na gut, da muss ich jetzt auch nicht mehr meine Stimme verstellen. Also, ich bin Emily Fuchs, deine neue Mitarbeiterin. Und das werde ich richtig toll machen. Da draußen ist nämlich jemand, der will einen Donut. Und die werde ich direkt dahin servieren. So heißt das, glaube ich. Also, meine Aushilfe hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Da war das meine kleine Tochter, die sich als Emily Fuchs ausgegeben hat. Furchtbar. Oh, das heißt ja wohl für mich, ich muss weitersuchen und hoffen, dass sich jemand darauf meldet auf die Stelle. Och, da kommt ja mein Donut schon, toll. Naja, selbstverständlich. Guten Appetit. Och, der sieht lecker aus und diese Kellnerin ist ja wirklich super niedlich und nett. Das läuft doch hier wie am Schnürchen. Ich glaube, ich habe schon den ersten Kunden glücklich gemacht. Hey, Frau Kellnerin, hier ist doch noch das Geld. Und das Restgeld, das können Sie behalten, ist Trinkgeld. Von Trinkgeld habe ich noch nie gehört. Das kann man bestimmt dann von... Davon kann man Kakao kaufen, deswegen ist das zum Trinken. So, dann kommen hier die zwei Milchkaffees, die Sie bestellt haben. Lassen Sie es sich schmecken. Ach, Kaffee ist einfach nur ekelhaft. Die ist ja niedlich. Ach, so eine tolle Kellnerin. Schön. Hallo, was darf es denn für Sie sein? Für mich bitte ein Espresso. Aber sicher doch, kommt sofort. Nun, was macht denn das ganze Geld hier auf dem Boden? Wo kommt das denn her? Das ist aber ganz schön viel. Ist das vielleicht jemandem aus der Tasche gefallen? Nein. Hey, Finger weg, das ist mein Trinkgeld, mein Kakaogeld. Trinkgeld? Ernsthaft, Emma, so viel Geld haben dir die Leute gegeben? Ich meine, so viel Geld habe ich noch nie bekommen. Tschüss, schönen Tag noch und ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Diese Kellnerin ist einfach toll. Ach, das freut mich natürlich zu hören. Toll, dass meine neue Kellnerin so gut hier bei den Kunden ankommt. So, Mama, ich habe jetzt draußen schon mal alles fertig gemacht. Da sind die Tische abgewischt, das ganze Geschirr ist wieder zurück. Picobello. Also, Emma macht sich wirklich gut, aber ich glaube, ich sollte mal mit ihr reden. Emma, kommst du? Mama, das ist peinlich. Lass mich runter. Ich bin deine Angestellte. Ich will doch nicht hier von dir auf den Arm genommen werden. Emma, du hast hier wirklich eine gute Arbeit geleistet. Alle sind mit dir zufrieden, aber du gehörst in die Kita. Du solltest hier nicht arbeiten. Du bist viel zu jung. Hab Spaß. Emmalein, also ich werde mir eine andere Aushilfe suchen. Eine erwachsene Aushilfe. Du hast deinen Job trotzdem ganz toll gemacht. Wirklich ein großes Lob. Und dein Trinkgeld, was du dir verdient hast, das darfst du dir natürlich auch mit nach Hause nehmen. Und ich muss wirklich sagen, Emma, du hast so viel Trinkgeld bekommen, das ist kaum zu fassen. Oh Mann, so viel Trinkgeld, aber davon kann ich mir ja nur was zu trinken kaufen. Emma, du kannst dir davon kaufen, was du willst, nicht nur Getränke. Ah super, dann hole ich mir davon doch Spielzeug und vielleicht auch ein paar Donuts, obwohl die kriege ich umsonst.